Philipp. Hi. Abschlusstraining heute vor dem wichtigen Spiel in Grombühl. Wie ist dein Feeling heute? Ja, eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ist natürlich jetzt Topspiel am Wochenende. Hat man heute auch gemerkt, war ganz in Stimmung im Training drinnen. Ja. Geht da für erste und zweite Mannschaft jeweils um entweder Auf- oder Abstieg. Ja, und hohe Anspannung. Ne? Auf jeden Fall, hat man richtig gemerkt. Da will man natürlich dann auch dranbleiben. Will sich möglichst dann auch gegen Gegner durchsetzen können. Wird nicht einfach. Deswegen ist wahrscheinlich auch diese Anspannung da, weil es halt einfach doch dann echt schwierige Spiele werden. Aber ich glaube trotzdem, wir haben genug Leute zusammen. Das sollte was werden am Wochenende. Was für ein Spiel erwartest du denn am Sonntag? Naja, man muss ja nur mal das Hinspiel anschauen. Grombühl war sehr körperlich unterwegs, haben da fast auch von der ersten Halbzeit fast alle Zweikämpfe gewonnen. Deswegen, die werden auf jeden Fall ohne Ende da drauf gehen. Ja. Müssen wir gucken, dass wir dagegen halten. Gucken, dass wir unsere Spielstärke auch ausspielen können. Haben wir jetzt in den letzten Spielen immer nur so ein bisschen bedingt hinbekommen. Aber ich glaube, wenn wir das schaffen, dann glaube ich, wird das ein ganz gutes Spiel. Deswegen, das sollte was werden. Also den Körper mitspielen lassen. Ne? Auf jeden Fall, ja. Nicht so wie gegen Lengfeld. Das war deutlich zu passiv. Da müssen wir gucken, dass wir auf jeden Fall da ein bisschen körperbetonter spielen und die zweiten Bälle vor allem auch annehmen. Die haben wir ja nicht fast immer freigelassen. Ja, Stürmerduell am Sonntag. Ja, 15 auch. Tore für dich. Ja, genau. 13 Tore für den Stürmer auf der anderen Seite. Ja. Ich erwarte einige Tore. Ja, ich auch, aber jetzt gar nicht von mir unbedingt selber, sondern einfach generell, ist ja am Ende vollkommen egal, wer die Tore schießt. War es halt zu auffallend, dass natürlich er auch sehr viele Tore geschossen hat. Hat er auch, glaube ich, im Hinspiel, dürfte er, glaube ich, auch schon ein, zwei irgendwie geschossen haben. Deswegen, der ist auf jeden Fall brandgefährlich. Müssen wir halt irgendwie ausstellen. Ich glaube, setzen wahrscheinlich einen Jochen drauf an. Okay. Der kriegt dann wahrscheinlich Einzelbewachung. Und vorne selber, wir sind top aufgestellt vorne. Deswegen, vorne schaut es gut aus. Da schießen wir immer unsere Tore. Und ihr habt in den letzten Spielen wirklich einen sehr guten Tordurchschnitt. Ne? Ich glaube, 2,3, 2,4. Oh, das kann ich gar nicht genau sagen. Ja. Aber auf jeden Fall auch so die Testspiele, da haben wir eigentlich immer unsere Tore gemacht. Also klar, waren teilweise auch jetzt in Klasse niedriger, wo wir auch gespielt hatten. Aber trotzdem, Tore sind wir gerade echt ziemlich gut dabei vorne. Ja, also deswegen mache ich mir vorne nicht so viel Sorgen. Ja. Ich mache mir ein bisschen Sorgen ums Mittelfeld, dass die Bälle auch gut verteilt werden können, weil Grombühl wird da sicher Pressing spielen. Davon gehe ich aus. Und da eben halt die Leute haben, die die Übersicht haben und eventuell auch die Schnelligkeit. Natürlich, ja, müssen wir natürlich gucken, dass wenn wir da auch zugepresst werden, was halt auch passieren kann, wie man es im Hinspiel gesehen hat, müssen wir halt gucken, dass wir die Bälle trotzdem nach vorne bekommen, dass wir dann unsere Stärken in der Offensive auch ausspielen können. Aber ich glaube, da finden wir auf jeden Fall Lösungen. Wir haben ja dann noch ein bisschen Zeit bis dahin und da werden wir auf jeden Fall schon noch unseren Plan zurecht machen, dass wir da über diese Pressinglinie drüber kommen. Sehr gut. Also ich freue mich aufs Spiel am Sonntag. Auf jeden Fall, sicherlich auch Bombenwetter. Es soll ja noch gut bleiben, deswegen da ist auf jeden Fall ein kleiner Besuch in Grombühl ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also, dann sollen die Leute kommen. Auf jeden Fall, zahlreich, bitte. Gutes Spiel schauen. Ganz genau. Mit lecker Bier und Bratwurst, so richtig. Alles dabei. Amateurfußball vom Feinsten in Salzburg am Sonntag. Ja. In diesem Sinne, bleibt gesund bis Sonntag, bitte. Hoffe ich auch, ja. Generell die ganze Mannschaft müssen wir gucken, dass alle, die jetzt noch irgendwie gerade noch angeschlagen sind oder doch noch daheim, dass wir die alle noch mobilisieren können und dann wird es bestimmt was. Und haltet die Anspannung aufrecht bis Sonntag. Auf jeden Fall. Machen wir. Also, ich danke dir. Philipp. Ich habe dir zu danken. Ciao, ciao. Wenn ich mal gepfiffen habe, bitte diskutiert nicht mit mir, schreibt mich nicht an. Ich bin auch nur ein Mensch, ich mache auch Fehler. Im Grunde genommen, ich werde mein Bestes geben, genau das gleiche mache ich für euch auch. Lasst diese brutalen Grätschen weg, ihr müsst alle Monate noch aufarbeiten. Okay? Ansonsten, wie gesagt, es ist Ligaspiel, nimmt sportlich, aber bleibt fair zueinander, okay? Alles klar. Are you ready?
Wie geht's aus heute? Eine Minute noch, Männer. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Schaut nicht nach hoffnungsvollem Aufbruch Doch, auf. Doch, gewinnen heute. Werden sie auf jeden Fall. Echt? Ja. Gute Frau. Einer, 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 einer
Servus. Kann da drüber, den kenne ich von früher. Komm, Jo!
spielt sie gleich selber! Ich war langsam kalt. Wer sitzt ja auch hier immer? Ja, aber ich glaube, das ist Der geht. Weiter. Komm, Tomo. Zeit. Das Spiel. Komm, und Schuss. Ja. Gut so. Na, Kurve. Alles gut, Wurken? Der Schiri ist gut. Ach, Nico! It's a time to move. Gotta see this show. It's rock and roll. Right before your eyes, people laugh from the skies. Laughs until he cries, then he dies, then he dies. Come inside, show's about to start. Guaranteed to blow your head apart. Gotta see the show. It's a time to move. Gotta see this show. It's rock and roll. Lasst bloß kein Gift jetzt ins Spiel kommen. Hey, wieso zu wenig? Jungs, schaut mal nach hinten auf. 16 Stopp, lang.
War nicht schön? Ich glaub dann alles nicht. Peter, was sagt der Vorstand? Taucht hier auf und dann fallen drei Tore. Ich bin absolut zufrieden. Ja, das glaube ich. Das sind wir, glaube ich, alle. Hätte ich so auch nicht erwartet. Ja, ich bin auch sehr, sehr überrascht. Nachdem zuletzt jetzt doch einige Corona... Ja, 15 Leute fehlen heute. ...positiv waren. Ja.
Aber ja, manchmal fällt es ja auch leichter, wenn man als Außenseiter wohin fahren kann. Auf jeden Fall machen die Jungs das gut. Definitiv. Und alle Tore rausgespielt, kein Standard, nichts. Ich habe eher damit gerechnet, dass wir heute auf Standard setzen. Ja, es, auf jeden Fall, wenn es so bleibt, dann wird die Tabelle nochmal richtig schön eng. Also. Ja, die Jungs müssen konzentriert bleiben. Also, die dürfen jetzt nicht überheblich werden. Ja. Drücken wir die Daumen. Definitiv. Und dann sehen wir uns holen wir den Dreier. Und so ist es. Das wäre der nackte Wahnsinn heute. Danke dir bitte. Gerne. Oh, so mal. Reißen. Nach hinten! Nach hinten! Spiel ab!
Ihr könnt ja noch lachen. Ja. Warum nicht bei dem Wetter? Das stimmt. Aber die DJK ist platt jetzt, ne? Die bauen jetzt ein bisschen ab. Aber gegen die Syndrom kannst du auch medikamentös nichts machen. Alles. Bringt ihr das Spiel jetzt nach Hause? Ja. Passiert ja nicht viel. Schade, Martin. Haben wir jetzt keine Torschance mehr. Wie lange ist es noch? Vielleicht ist die Kraft langsam, jetzt merkt man. Das merkt man, ja. Hast Zeit, Toni? Komm, Jo! Jo! Hast Zeit, Jo! Lass laufen! Komm, ich nicht. Gut, Alex, lass ihn laufen. Mach's eng!
Was ist hallo? Wollt ihr zählen, wollt ihr hinter? Schieben, Erik, du musst längst schieben, Erik. Komm, Erik, komm, Jo, komm. Innen auf und Abschluss. Wir sind da, Leute. Lass es ab! Einer raus! Einer! Der Ball ist bei uns! Nein, nein, nein! Ja! Jetzt mal ein bisschen! Einer, einer! Ja! Ist okay! Das war von vorne. Erik, Erik spekuliert. Zwei ohne. Zwei. Du musst das los. Aber schau mal, ich geh auf keinen Hinweis. Genau in der Mitte. Raus! Kai, komm! Jawohl, Kai! Einer, einer. Jungs, Jungs, bitte, komm! Hochfahren! Ist vorbei. Ja, Mann! Gut, Erik! Gut, Erik! Ja, ich glaube, der Kommando war aufdrehen und er geht dann wieder zurück. Komm, komm, komm! Überragend! Achtung, deine Mitte, Kai! Toni, hinten, Toni! Ja, ich hab zwei. Ja, Kai! In der Mann, Toni! Ey, Jungs! Zurück! Komm, komm, komm! Einer raus! Raus, Jo! Jo, raus! Das war der eigene, aber es ist halt trotzdem. Aber ich finde es gut, dass du bei 0-3 noch lachen kannst, Simon. Ja, soll ich heulen? Was willst du machen? Vorsprung ist manchmal so. Ja, es gibt halt Scheißtage. So langsam Ende lang bist du. Kein Foul! Jawohl! Ruhig! Stark, Kai! Ja, Junge! Yes! Nein, einfache! Spiel doch nebenbei an! Spiele hin! Weiter nach hinten schieben! Komm, Tim! Sauber, Kai!
Zuversichtlich, ne? Ja. Guter Mann. Immer noch. Gut. Dann bringen wir nach Hause. Drei muss raus. Was? Drei muss raus. Ja. Sag mal, Vorteil. Komm, Jungs! Halt eure Position jetzt!
Ganz stark! Ante, Ante, komm tiefer! Hat er schon was angezeigt? Ja, wir haben 4 Minuten davon gezeigt. Tu sie an, weiter so! Ja. Komm, Ante! Oh nein! Stark, Ante! Jawohl! Lass doch sein, Manuel. Was sagt der Einzelkämpfer an der Seitenlinie heute? Überragend. Ja. Sensationell. Also, keine Ahnung. Ja. Wir haben mit vielen gerechnet. Ich habe mit allem gerechnet, ja. Aber nicht mit so einem Spiel. Ja. Ja, zweite Halbzeit war die Luft völlig weg nachher. Ja, gut. Da ging es nur noch irgendwie darum, den Ball vom Tor fernzuhalten. Ne? Ja, gut, das war, muss man ehrlicherweise sagen, ja, erwartungsgemäß. Ja. Also, dass bei uns fehlen ja. Also, die Hälfte der Mannschaft ist nicht im Training. Ja. Akquiriert alles Mögliche, die von der zweiten, die noch reingekommen sind, die haben ein ganzes Spiel vorher drin gehabt. Und der Gegner, der mit 16 komplett fitten Männern dann halt an der Linie draußen steht oder im Spiel steht, ist halt dann doch noch was anderes, dass dann die Luft hinten rausfällt, ist eigentlich zu erwarten. Ja, die haben ja auch drauf gesetzt, ne, in der zweiten Halbzeit. Ja, das war, aber haben wir im Vorfeld auch schon gedacht, dass das daraus hinauslaufen wird. Ja, aber es hat gereicht. Es hat gereicht. Ja, ein Glück, ja. Jetzt sind wir voll dabei wieder. Ist schon irgendwie klasse, oder? Ja, jetzt wird es nicht langweilig. Ja, wird nicht ganz so entspannt, aber man hat dann doch wieder ein Ziel. Gut, dann sehen wir uns nächsten Sonntag. Richtig. Da und dann machen wir weitere 3 Punkte, ne? Egal wie. Auf jeden Fall. Danke dir, Tobias. Danke. Ein lächelnder Philipp Clemens, völlig groggy, aber seliger Gesichtsausdruck. Ja, auf Woran jeden Fall. Liegt das? Ja gut, war ganz schön anstrengend jetzt. Ja. Vor allem zweite Halbzeit. Das war dann schon, da sind wir alle bis zum Ende noch gerannt, gekämpft. Deswegen, ich bin es froh, dass ich gleich einfach duschen kann, weil das war jetzt wirklich ein heftiges Spiel. Absolut. Ja. Und für mich völlig unvorbereitet und für mich ist es ein Wunder heute, dieses Spiel, was ihr da noch gebracht habt und geleistet habt. Und dass ihr gegen Grombühl in der ersten Halbzeit 3-0 führt. Ja, also, hallo? Ja. Ich hätte wetten sollen, wäre ich jetzt rein. Hättest du machen können, ja. Wobei, Wunder würde ich das gar nicht bezeichnen. Klar, wir sind natürlich jetzt ganz schön ersatzgeschwächt ins Spiel reingegangen. Hat sich jetzt dann doch noch übers Wochenende, haben sich ein paar Szenarien gegen Corona ausgefallen. Manche aber es waren verletzt. Die beiden Pfaffendorf-Brüder waren genau, die heute sind dabei, so mit die trainieren ja nicht mal mit. Die waren das letzte Mal vor einem halben Jahr da. Ja. Und wobei ich das toll finde, dass die sich dann jetzt heute zur Verfügung gestellt haben. Das war klasse, ja. Sonst hätten wir ja gar nicht die 11 Mann. Aber ihr habt alles genutzt, was ihr nutzen konntet und was die Grombühler zugelassen haben. Na klar. Und dann hat es
dreimal geklingelt und alle Tore waren rausgespielt. Es war kein Standardtor. Ja. Ja. Also ich muss mir mal den Film anschauen heute. Auf jeden Fall. Ja gut, erste Halbzeit, da haben wir wirklich, ja, da hatten wir ganz viel Platz vorne. Also ja, die haben uns komplett unterschätzt, ja, würde ich behaupten. Ja. Haben natürlich auch gesehen, wir saßen mit 11 Mann, wir hatten einen, ja, Auswechselspieler auf der Bank. Deswegen, die haben auch gedacht, das wird halt ein lockeres, ja, Ding, ja, nach letzter Woche. Aber auf keinen Fall. Wir haben gekämpft bis zum Gehtnichtmehr. Die haben uns hinten komplett, also wie gesagt, unsere Stürmer haben sie komplett unterschätzt. Deswegen, wir hatten Chancen ohne Ende. Hätten auch sogar noch höher führen können. Ich glaube, kann man sich bestimmt, ja, Video nochmal anschauen. Da waren, ja, durchaus noch 100%ige Chancen dabei. Hinten haben wir eigentlich kaum was anbrennen lassen. Deswegen Respekt an die Abwehr. Die hat alles, ja, alles weggehauen, was ging. Ja. Ja. Auch Manu wieder gut gehalten. Deswegen, ja, heute, erste Halbzeit lief perfekt. Und klar, zweite muss man sich natürlich ein bisschen hinten reinstellen. Ich meine, muss halt ein bisschen verwalten. Wir hatten halt nur die 11 Spieler, ja, oder halt 12. Deswegen mussten wir halt gucken, dass wir da die Kräfte ein bisschen einteilen. Wurde dann klar nochmal spannend, auch am Ende 11 Meter, muss man auch, ja, anschauen. Könnte die Tore lagen, sein, also zumindest das erste Tor lag in der Luft. So das lag in der Luft, das hätte ich unterschrieben, ja, aber dass, ja, der Elfmeter gepfiffen wird, weiß, ja, ich nicht. Muss ich mal im Video, ja, ich muss mir das auch anschauen. Ja. Auf jeden Fall, da wurde es dann doch nochmal ganz schön brenzlig, aber wir haben es ja, ja dann doch zum Glück um die Zeit bekommen. Ja, Abstand verkürzt auf Grombühl. Ja. Auf 2 Punkte, kann das sein? Vier Punkte Grombühl, 2 Punkte Randersacker. Okay. Ach, stimmt. Je nachdem, wie es dann ausspielt, die sind ja auch noch dabei. Ja. Aber auf jeden Fall, wir sind dran, wir sind, ja, heiß. Deswegen, jetzt hoffen wir, dass wir dann die Woche wieder die Verletzten und auch die Erkrankten wieder zurückkommen. Und dann schauen wir nächste Woche, was dann in daheim gegen Geroldshausen, was dann drin ist. Aber haben wir ein positives Gefühl nach heute. Ja, nach heute kann man wieder richtig Lust kriegen. Ne? Richtig, hat auch echt Spaß gemacht. Ja. Deswegen, Mannschaftsleistung war top. Ja. Haben alle gekämpft, alle hatten Bock. Deswegen, das wird auf jeden Fall jetzt was. Jetzt können wir auf jeden Fall noch weiter oben angreifen. Also meinen aufrichtigen und freudigen Glückwunsch. Danke, danke. Und heute bedanke ich mich bei euch, ja, dass gerne, ihr diesen Sieg eingefahren habt. Also ich habe nicht damit gerechnet heute. Ja, was hast du nicht gerechnet? Also es war auf jeden, ja, Fall, wir hatten schlechtere Voraussetzungen als Grombühl, würde ich behaupten. Aber dafür haben wir echt das Beste draus gemacht. Und dann so ist es. Sieg war verdient, so würde ich behaupten. Dann geht es jetzt aufs Volksfest. Ganz genau, Frühlingsfest, genau, oder Frühjahrsvolksfest, wie es auch immer heißt. Schauen wir auf jeden Fall mal drüber. Dann lasst es euch gut gehen. Ne? Machen wir ebenfalls. Ich danke dir für danke, danke, ciao. Fußballgöttinnen sind erleichtert und zufrieden. Ja. Ja. Also wird heute gefeiert. Stimmt. Lasst euch gut gehen. Danke. Schöne!